Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Napoleon Total War und zur, ja, wohl sehr spannenden und fortwährenden Schlacht. Wir müssen jetzt die Briten angreifen und das machen wir jetzt auch. Mit der Armee, die wir haben und hoffentlich auch der Verstärkung. Ich bin mir nicht sicher, wie das ist, wenn eine Stadt belagert wird. Ja, aber schaut mal, oh, schaut mal, wie knapp dieser Balken ist. Der ist eher rot als blau. Das seht ihr schon, das sind alles starke Einheiten, die die Gegner haben. Erste königliche Husareneinheit. Erste königliche Dragoons. Die Dragoons. Dann hier 100, ne, 720 Reichweite, 44 Präzision. Ich meine, wir haben nur 575 Reichweite, aber eine höhere Präzision. Leichte Infanterie, Infanterie, leichte Royal Marines. Alter, Royal Marines. Nahkampfverteidigung 12. 7, 9. 6, 9. Und Grenadiere. Die haben irgendwie nicht so viel Moral. Aber wobei, nee, doch, die Linie hat noch weniger Moral, interessanterweise. So, ja, das wird jetzt irgendwie dann, ja, keine Ahnung, auf geht's. Ich bin gespannt. Wir haben übrigens schon das Jahr 1807, also hier mit Sizilien, Neapel geht's mal ein bisschen in den Jahren auch vorwärts. Sonst bei Bayern hatten wir ja wirklich gefühlt jede Runde eine Schlacht und hier mit Sizilien können wir jetzt schon öfter einfach auch mal eine Runde überspringen oder, was heißt überspringen, vorwärts kommen. Wir spielen übrigens gegen Arthur Wellesley und wir greifen an mit Dario Piazzi und Francesco Bellucci. Die Sache ist die, als Verstärkungseinheiten bekommen wir halt ein paar Milizen und dann Bürgermilizen. Hä? Jetzt haben die irgendwie schon die Stadt? Das finde ich jetzt ein bisschen unfair. Dass denen da jetzt schon so ein bisschen diese Stadt gehört. Okay, wir sind ja auf einer Insel, deswegen ist ja keinerlei Berg. Deswegen würde ich sogar auch einfach mal die Kanonen so volle Kanne. Tja, warte mal, wobei volle Kanne. Vielleicht eine Einheit sogar hier drüben. So. Das sind nur drei Kanonen, ne? So. Die würde ich so schießen lassen. Und dann hätte ich noch eine hier vielleicht. So offen hin, so ein bisschen auch. Weil dann, das ist natürlich immer blöd, wenn meine Truppen auch vorrücken, ne? Da habe ich immer Angst, dass ich die abschieße. Das heißt, vielleicht doch noch ein bisschen lieber weiter hier drüben oder so. Machen wir es mal noch so. Unsere Reichweite ist ja... Ja, ja, die ist hoch genug. Das ist schon mal gar kein Problem. Ja, da muss ich die Kavallerie sehr gut nutzen. Das wird wichtig werden. Nehmen wir mal hier die linke Flanke für die Kavallerie. Schlage ich tatsächlich vor. Dann auf jeden Fall mal hier ein bisschen Infanterie. Und hier auch ein bisschen Infanterie. Zum Schutze. Zum Schutze und Trutze. Müssen wir die Kanonen natürlich schützen. Ja, brauchen wir hier drüben auch welche? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich packe noch eine so ein bisschen in die Mitte. Dann müssen wir natürlich hier Milizen nehmen. Dann kommt hier die Infanterie wieder rein. Ja, und dann ist ja da auch schon wieder die Infanterie. Milizia! So, haben wir hier noch eine Miliz stehen. Packen wir hier noch eine Miliz irgendwie ein bisschen in den Wald so rein. Tja, was machen wir mit den restlichen Milizen? Doch noch die, ja, die linke Flanke. Eine hin. Und ist ja die Frage, ne? Ich glaube, eher rechts könnten sie mehr verstärkt noch sein. Packe ich eine hinter die Kanonen. Ja, der General hat nicht viel Schutz, nicht wahr? Den packe ich mal ganz da hinten hin. Okay, wir starten mal und schauen, was die Gegner alles haben. Okay, unsere Verstärkung kommt wahrscheinlich von der... Ah, von der Flanke. Okay. Okay, das ist in Ordnung. So, wir sehen wahrscheinlich nicht alles, oder? Hier haben wir einmal... Wo sind die Kanonen? Hier, die schießen noch nicht. Das ist erstmal sehr gut. Die hatten ja, glaube ich, nur diese eine Kanoneneinheit, wenn ich mich jetzt gerade nicht völlig täusche.
Die Kanonen sind aber super gut geschützt. Da können wir erstmal nicht hin. Gardekavallerie, hier ist der General. Über die linke Flanke wäre es sogar gut anzugreifen. Aber gut, wir können auch hier über die Flanke gehen und von hinten kommen. Ich glaube, das ist mal ein ganz guter Plan tatsächlich. Gibt es irgendwie. Ich glaube, die haben keinen Schutz oder so aufgestellt. Ich würde mich mal hierhin bewegen wollen. So, meine Kanonen schießen hoffentlich schon. Ah, die feindlichen Truppen rücken auch schon vorwärts. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, vor allem meine Milizeinheiten werden Probleme bekommen. Ja, das war ein guter Treffer. Das war ein sehr guter Treffer von den Kanonen. Hervorragend. Hervorragend. So, ich würde jetzt gerne einmal eine Salve hier. Wo wollen die hin? Jetzt schießt. Schießt, schießt, schießt. So, okay, die Kanonen dürfen weiter hier schießen. Irgendwas treffen. Leichte Infanterie. Die anderen Kanonen. Oh shit. Irgendwas. Wir wurden auch getroffen von Kanonen, oder was? Alter Schwede. Das ist super unangenehm jetzt. Können wir hier rüberschießen? So ein bisschen schräg. Müssen da weg, bevor die Kanonen wieder auf uns schießen. Da haben die wirklich, ja, okay, die haben wirklich auf uns geschossen. Eieiei. Ist aber nicht gut. Ah, verdammt, jetzt habe ich leider keinen. Ah, Mist, jetzt habe ich hier keinen Dings mehr gemacht. Okay, wir gehen direkt in den Nahkampf. Ja, die fliehen direkt. Perfekt. Feuer frei. Kavallerie haben wir schon mal erledigt. Ah, vielleicht haben wir einen Treffer gelandet. Soweit erstmal ganz gut. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall hier rein und hier ist kein gegnerischer Schutz sonst. Soweit also gut. Wir rücken hier vor. Unsere Kanonen machen gute Arbeit. Lass schön die Kanonen schießen. Eine Salve wäre gut. Schießt, 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 schießt. Ja, verdammt, sie haben nicht geschossen. Mann! Komm, jetzt einmal schnell die Kanonen bitte ausschalten. Das ist ganz wichtig. Und wir müssen die Kanonen einmal ausschalten. Das ist das Wichtigste. Was ist denn hier mit der Moral? Schicken wir mal den General in die Nähe. So, jetzt kriege ich die Kanonen down. Sehr gut. Jetzt gehen wir über die Kanonen. Oh, da kommt schon eine Infanterie, wir müssen da schnell weg. Die wird gleich auf uns schießen, das ist nicht so toll. Ich will nicht meine Kavallerie gleich verlieren. Aber die haben hier auch nochmal leichte Kavallerie übrig. Okay, aber der Rest hier steht so ein bisschen bereit. Zum Schuss.
Vielleicht gehe ich hier noch ein bisschen rüber. So machen wir das noch. Okay. So, die feindliche Kavallerie machen wir jetzt auch erstmal noch platt. Hoffentlich. Ja, die halten aber auch was durch. Das gibt's gar nicht. Jetzt werden wir leider von hinten auch gestürmt. Das ist nicht gut für unsere Moral. So, hier kommen nochmal frische Truppen. Die können dann schön von hinten dahin marschieren. Perfekt, die fliehen. Bei den einen jage ich hinterher. Okay, wir müssen ein bisschen vorrücken, würde ich vorschlagen. Vorwärts. Vorrücken. Die Männer sind erschöpft, Sir. Vorrücken. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Vorrücken. Ja, Kartätschen, Feuer frei. Können wir den General bitte anvisieren als nächstes? Danke. Weg da. Oh, ihr lauft genau ins Schussfeld der Feinde. Das war nicht geplant von mir. Verfolgt mal lieber die Kavallerieeinheiten, die da fliehen. Das ist wichtiger. Okay, wir bauen hier eine Linie auf. Nee, wir müssen die Linie ein bisschen neuer machen. Hallo? Hallo, hallo? Dankeschön. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. So. Gehen wir von mir aus noch dorthin. Ich habe Angst, dass ich mit meinen eigenen Kanonen nicht da abschieße. Wir rücken hier mal insgesamt ein bisschen vorwärts. Mit den Kanonen schießen wir schön auf die da hinten. Und am besten sogar auf die hier. So. Sind wir hier hinten irgendwo reingerannt oder wieso haben wir so schlechte Moralwerte? Ich würde gerne den General noch erwischen. Machen wir direkt mal sammeln. So, hier rücken wir vor. Da rücken wir vor. Unsere Männer fliehen, ja, Sir! Die Miliz, das ist nicht gut. Einmal bitte eine Kartätschenladung. Da drauf. Darüber. Vorrücken. Attention. Neue Aufstellung. So. Wo ist jetzt hier der General? Da hinten leider. Reiten wir mal noch darüber. So, hier nochmal eine Kartätschenladung. Ihr müsst nochmal was treffen. Hier war noch eine Einheit. So. Da wird geschossen. Hier wird vorgerückt. Perfekt, die fliehen jetzt auch. Das ist super.
Ah, die Grenadiere ist halt immer ein bisschen schwierig. Gehen wir da hinten noch hin. Wir müssen hier die Moral ein bisschen stärken. Die Milizen machen aber ihren Job, glaube ich, ganz gut. Die halten aber auch durch, diese Engländer. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. Perfekt. Vorrücken. Vorrücken. Aber meine eine Einheit flieht gerade. Ist nicht so toll. Okay, weg da. Weg da. Treffe ich überhaupt? Ja doch, die treffen schon. So, die Kanonen wieder hier schießen, bitte. Ihr dürft gleich hier hin. Okay, wo wollten ihr hin? Vorrücken. Normale Ladungen. Vorrücken. Okay. Kavallerie ist erstmal weg. Das ist gut. Wobei. Machen wir vielleicht mal die leichte Infanterie direkt down. Haben wir das Problem schon mal nicht mehr. Flieht hier sonst noch jemand? Ich sehe erstmal noch keinen, der hier noch flieht. So. Perfekt. Die Moral sollte langsam brechen. Von denen. Werden die Kanonen hier immer noch schön. Hoffentlich nicht die eigenen Truppen beschießen. Okay, hier werden wir jetzt mal Feuer einstellen. Vorrücken. Da ruhig mal rein. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. So ist der Plan. Richtig. Glorreiche Siege sind mein zweiter Vorname. Ah, gehen wir hier vorwärts. Und bilden hier noch eine Linie. Sehr schön. Dann machen wir hier noch den Rest fertig. Ein bisschen Angst, dass der meinen General tötet hier. Das wäre ziemlich ungünstig. Sir! Sir! Unser General wird angegriffen! Hoffe ich jetzt einfach mal nicht, dass das so ist, sondern dass die gleich wieder fliehen. Zwei Seiten mit Kavallerie sollte das eigentlich. Ja, perfekt. Okay, das passt. Hier greife ich hier gleich an, dass die hier nicht fliehen. Schön immer die fliehenden Briten vernichten. Das läuft doch alles nach Plan soweit. So, hier kümmert ihr euch schon. Da kümmern die sich. Da gehen die drauf. Fliehen doch noch mehr, oder? Hier. Und da hinten. Nee, das sind schon die hier. Okay, hier haben wir, glaube ich, alle erledigt. Ich glaube, wir haben überall jemanden, oder? Da geht jemand hin. Die erledigen wir schon. So, die hier fliehen auch. Jetzt fliehen sie vollständig. Continue. Aber es ist ein Sieg gegen die Briten. Sehr schön.
Ich denke, hier haben wir auch alle erledigt, oder? Die zwei Stück hier holen wir uns noch. So, bitte nicht mehr... Oh, was war denn das jetzt? Bin ich hier irgendwo reingerannt, oder was? Wahrscheinlich bin ich hier nochmal ins eigene Feuer reingerannt. Das war jetzt unnötig. Aber okay. Kümmert ihr euch noch um die 65, bitte. Jetzt wieder meine Kavallerieeinheit. So. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Das ist nicht schlimm. Hier waren auch noch welche, die fliehen. So, hier noch einmal entlang gehen. Aha, die Kavallerie kommt doch wieder zurück. Nee, das ist noch eine Miliz. Gut. Zwei Kavallerieeinheiten stehen ja noch sehr gut da. Die eine, die andere habe ich eventuell ein bisschen sehr geschwächt, sagen wir es mal so. So. Helfen wir hier mal nochmal mit dem General. Er macht seinen Job ja auch sehr gut. So. War es das mit den Briten auf jeden Fall. Ach, hier ist schon die Grenze. Na, nee, 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 nee. Hier flieht mir keiner. Hier flieht mir keiner. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ja, die sind echt erschöpft. Ich glaube, das war's jetzt, oder? Nee, der hier flieht. Eine Einheit ist hier noch. Das macht mal die Miliz, bitte. Ja. Sieg. Sehr schön. Jetzt haben wir nämlich diese Armee auch wieder frei. Das einzige Problem ist halt die britische Marine, die werden wir nicht besiegen können. Oh, wir hatten nur 500 Verluste, das ist doch in Ordnung. Ah, die können sogar hier fliehen. Naja, gut. Das machen wir automatisch. Hatten trotzdem nochmal 114 Verluste. Schon ein bisschen unnötig, so 114 nochmal zu haben, aber okay. El Corona. Wo ist denn jetzt die britische Flotte eigentlich hin? Hä? Müsste die nicht hier stehen? Bin ich jetzt blind oder... Ist sie weggefahren? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin verwirrt. Wo ist die britische Flotte hin? Verso dove, Capitano? Weil wir könnten es sonst natürlich unsere Schiffe, also unsere... Also ich sehe sie nicht mehr fürs Erste. Das Problem ist jetzt, wenn ich natürlich Signore. Die da jetzt reinbringe und dann greift mich diese britische Flotte aus dem Nichts an. Dann wäre das sehr unangenehm. Sagen wir es mal so. Ich bin gerade am Überlegen. Ich lasse mal alle... Außer eine. So, perfekt. Jetzt haben wir eine volle Armee. Komm, wir riskieren das jetzt. Das reicht nicht. Ach, Mist. So ist es immer ärgerlich, wenn es knapp nicht reicht. Ne, es geht nicht. Geht das in der nächsten Runde, dann kommen wahrscheinlich die Briten. Aber egal, okay. Das hat schon mal funktioniert. Hier sind irgendwo die Franzosen leider. Das heißt, Turin wird wieder mal Probleme haben. Die Frage ist halt auch, reicht diese Milizarmee, um das Problem zu klären? Es kommt hier kleine Verstärkungstruppen. Wir hatten jetzt hier, glaube ich, keinen Erfolg, aber die sind eingebunkert, deswegen würde ich die auf keinen Fall angreifen, sondern die sollen ruhig mich angreifen. Aber es wäre ein bisschen ärgerlich, wenn sie mein Gold hier plündern. Die Goldmine bringt mir 300 Provinzwohlstand. Aber das wäre dann so. Mein Nachschub hier ist immer noch ein bisschen ausbaufähig, sagen wir es mal so. Okay. Dann haben wir hier erstmal alles im Griff. Ich wollte ja hier gern stehen bleiben. Eher eine sehr geschwächte Einheit, die sich erstmal erholen muss. Und wir haben ja so ein bisschen die Milizen hier hingeholt, aber die werden jetzt im Winter darben.
Dann gehen wir mal noch in die nächste Runde, würde ich sagen. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. So, die Franzosen marschieren. Die wollen echt alle über die Alpen hier laufen. Brauchen aber zum Glück ihre Zeit. Oh nee, wenn die jetzt wieder meinen Hafen besetzen. Ah nee, okay, sie greifen leider Gewürze an. Rückzug. Ah, die holen sich meine Gewürze, die Franzosen. Diese Schlingel. Holen die sich da einfach meine Gewürze? Vielleicht muss ich auch mal beginnen, Kriegsschiffe zu bauen. Ich weiß nicht, ob sich das Investment lohnt. Ah, da ist Napoleon. Oh Gott, Mailand. Er besetzt einfach meinen Hafen. Wie frech. Ah, die ziehen sich nach Zagreb zurück. Da würde ich ja gerne angreifen wollen. Was? Preußen? Hier? Wirklich? Das wäre ja unangenehm, wenn da jetzt die Preußen kommen. Die Osmanen? Ja, feindlicher Raubzug. Vor allem, das ist einfach Napoleon ganz alleine. Ich weiß nicht, was der sich so denkt. Ja, Verschleiß. Überfallene Handelsrouten. Sehr viele überfallene Handelsrouten. So, aber ich sehe immer noch keine britische Flotte. Wenn ich jetzt... Wie war denn das? Wenn ich in den Hafen gehe, läuft das dann nicht sogar irgendwie besser? Wir probieren es mal mit dem Hafen. So. So. Die Armee verschiffen wir einmal komplett. Ja, und wir haben trotzdem jetzt den Platz frei. Das ist ja super. Das ist natürlich super. Dann könnte ich doch direkt hier landen. Kann ich nicht in den Hafen reinfahren und den verjagen, den Napoleon? Nee, das geht nicht. Aber meine Armee. Kann jetzt Napoleon angreifen. Ja. Da haben wir Napoleon einmal weggeschnetzelt. Perfekt, jetzt habe ich hier eine neue Armee. Jetzt geht ihr erstmal hier rein. So. Wie gesagt, selbst wenn die jetzt Turin oder Mailand erobern, ich habe jetzt gleich eine Armee zum Entsatzen. Wobei es halt, wie gesagt, vor allem die Milizarmee ist. Ich brauche aber hier im Osten noch meine Kavallerie, ganz dringend. Das ist die eine, die mir hier fehlt. Deswegen packe ich die jetzt tatsächlich darüber noch. Und die Infanterie darf dann aber hier hin. Das heißt, ich kann hier nicht zufällig eine Miliz noch rausnehmen. Doch, das geht sogar perfekt. Weil dann packe ich gleich eine starke Infanterie noch in die Hauptarmee. Wunderbar. Jetzt haben wir hier noch eine schöne Armee stehen, die jetzt das hier unter Kontrolle bringen kann. Dann haben wir jetzt sogar drei Armeen, mit denen wir agieren können. Mit der einen Armee könnten wir es mal wagen, Kroatien hoffentlich zu befreien. Ich hoffe, dass das als Protektorat geht. Dann, ja, jetzt haben wir ein paar Möglichkeiten. Wir könnten jetzt mit dieser dritten Armee versuchen, jetzt wieder doch die deutschen Pläne umzusetzen. Leider haben wir jetzt hier so ein bisschen die Hoheit verloren. Ja, aber können wir uns das leisten, ordentliche Schiffe zu rekrutieren? Wir haben ja nur so einen Handelshafen, ne? Einen kommerziellen Hafen. Und das ist halt auch leider sehr teuer und die Kosten dann halt, wobei das geht sogar, die Unterhaltskosten sind ungefähr ähnlich so zu Einheiten. Aber die einmaligen Kosten teilweise 3000. Also wie soll man sich das leisten, wenn wir jetzt eben keinen Handel mehr haben? Aber apropos Handel, ja, wir müssen jetzt halt hier irgendwie ausweichen. Ich denke, der Osten ist noch der beste Weg, um auszuweichen. Hier gibt es noch ein bisschen Kaffee. Ich weiß gar nicht, wie viel wir Kaffee hier holen können. Oh, es reicht knapp nicht. Das ist natürlich tragisch, traurig. Was gab es hier hinten noch? Pelze, die aber, glaube ich, nichts wert sind. Pelze sind aktuell... Das hier sind noch Pelze, ne? 19. Sind immerhin mehr als Kaffee wert. Am meisten ist jetzt eben Elfenbein wert. Aber ich glaube, das ist viel zu riskant, da irgendwo auf Elfenbein. Da werden auch nochmal Gewürze. Ja, das ist halt spanisches Hoheitsgebiet. Nee, das machen wir nicht. Jetzt so eine vierte Armee, um Athen zu erobern, wäre auch nicht schlecht. Dann gehen wir halt auf die Pelze noch hier hinten. Ziehen uns auf jeden Fall zurück. Jetzt verdienen wir natürlich kaum noch Geld, wie ihr seht. Hier 2100, also nur noch durch Kaffee vor allem. Was auf jeden Fall schwierig ist. Wir haben eine Regierungsbeliebtheit von 100%, das ist schön. Ich meine, man könnte überlegen, jetzt mal ein bisschen doch die Steuern zu erhöhen.
Ich glaube, ein paar Einnahmen können uns nicht schaden. Ja, da machen wir immerhin wieder 2000 mehr durch die Steuern. Das ist, glaube ich, vertretbar. Und es ist trotzdem nicht zu hoch. Wir haben hier noch ein paar Truppen. Frische Einheiten. Ich weiß gar nicht. Westen, Osten. Hier haben wir auch 6 Milizeinheiten. Hier haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh Gott, hier haben wir 9 Milizeinheiten. Also eigentlich braucht die linke Armee auf jeden Fall diese Verstärkung. Schicken wir die mal hoch. Und wir brauchen noch ein paar neue, weitere Truppen. Leichte Infanterie hier. Ne, 6, 8, 8. Nehmen wir doch nochmal eine Voltageri-Plänkler-Einheit. Die uns hoffentlich gute Dienste leisten werden. Okay, dann war's das mit dieser Folge, liebe Zuschauer. Und es bietet sich eine Vielzahl an Möglichkeiten in den nächsten Folgen. Bleibt also dran, wenn es euch gefallen hat. Lasst wie immer einen Like da, würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen. Euer Gaius Julius Caesar.